back from the dead. So, bevor wir in den Shop schauen, einen kurzen Blick auf unseren Sponsor der heutigen Episode, App Bounty. Mit App Bounty könnt ihr kostenlose Giftkarten für Amazon, iTunes, Xbox, PSN und vieles mehr bekommen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist euch unten das App runterzuladen und in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Benutzt den Code DVS, der steht für meinen Namen, Daniel Van Snipes, also DVS benutzen. Damit bekommt ihr 50 freie Credits zu Beginn. Weitere könnt ihr dann sammeln, indem ihr Apps runterladet, die für 30 Sekunden sozusagen öffnet. Könnt ihr wieder runterschmeißen, wenn ihr die nicht möchtet. Und sammelt so Credits, könnt diese Credits umwandeln dann in diese Giftkarten. Mittwoch, der 21. November 2018 und willkommen zu einer Episode des Fortnite Daily Shops. Und ich würde sagen, wir schauen mal direkt rein, denn wir haben viele Items drin und vor allem auch was Neues drin. Und ihr seht schon, wir fangen mal an hier mit dem Splitwing vom Overseer Set, 1200 V-Bucks, was ja auch bedeutet, dass Fate wieder drin ist für 2000 V-Bucks. Die habe ich mir auch damals geholt mit dem Ominous Orb hinten auf dem Rücken. Ist auf jeden Fall ein richtig cooler Skin. Gehört bisher zu einem meiner Lieblingsskins, muss ich ganz ehrlich sagen. 2000 V-Bucks für die gute Dame hier. Das ganze Set natürlich auch mit dem Faded Frame hier. Für 800 V-Bucks. War zuletzt vor 49 Tagen drin. Also auch schon ein Weilchen her. Und genauso wie das Set hier. Dark Glyph ist wieder da. 500 V-Bucks. Hat natürlich was. Sieht richtig geil aus. Was euch auch verrät, dass Dark Bomber wieder drin ist. Für 1200 V-Bucks. Das ist ein cooler Preis eigentlich. 1200 V-Bucks. Natürlich mit dem geilen Backpack hier. Hier haben sie dann das Backpack reingemacht. Was bei Bright Bomber leider nicht der Fall war. Bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber cooler Skin auf jeden Fall, zuletzt vor 46 Tagen drin, genauso wie Thundercrash. Die habe ich mir geholt, muss ich sagen. Ich habe mir den Skin nicht geholt, aber die Axt hier. Hier wachsen übrigens die Hörner, werden so rot, je mehr Kills hier macht in der Runde. Das Geräusch erinnert natürlich an den guten alten Kevin, Cube Kevin. Ja, danke übrigens, gegrüßt seid neben dir. Gegrüßt bist du. Und ja, kommen wir mal zu den Dailies. Dann haben wir was Neues dran. Wir fangen aber erstmal mit dem Sushi Master. Das ist hier die männliche Version. Ihr seht schon, 1200 V-Bucks. Der war zuletzt vor 32 Tagen drin. Den fand ich damals schon cool. Hat mich irgendwie so ein bisschen an Ryu von Street Fighter erinnert. Richtig cooler Skin. Und jetzt haben wir natürlich Maki Master dazu. Das ist die weibliche Version. Und die sieht ja mal richtig nice aus. Die sieht richtig nice aus. Mit ihrem Sushi hinten auf dem Rücken. Okay, Sushi finde ich jetzt nicht ganz so geil, muss ich sagen. Irgendwie feiere ich nicht ganz so hart irgendwie. Aber den Skin an sich finde ich doch schon nice. Ich mag die. Hat ein cooles Gesicht. Sieht super lieb aus. Sushi-Meisterin eben. Richtig nice. Ich denke mal, die werde ich mir holen. Maki Master, cooler Skin. Habe ich drauf gewartet. Und dann kommen wir mal zu den nächsten. Dann haben wir Toothpick für 800 drin. Vor 24 Tagen das letzte Mal drin. Interessantes Geräusch auf jeden Fall. Und dann haben wir Wasp noch drin für 500 V-Bucks. Zuletzt vor 25 Tagen drin. Also auch ähnlicher Zeitraum ungefähr alles. Und dann kommen wir noch zu den beiden Emotes. Zum einen Dip für 200 V-Bucks. War zuletzt vor 31 Tagen drin. Und dann haben wir noch den Fresh Emote für 800. Ihr Gesicht dabei sieht so geil aus. 800 V-Bucks. Zuletzt vor 26 Tagen im Shop gewesen. Also ja, schreibt mal rein, was euer Highlight ist. Mein Highlight heute ist Maki Master. Ich feiere die, ich finde die cool. Und ja, ihr könnt auch oben abstimmen übrigens, bei dem i könnt ihr abwählen. Ich werde da fünf Leute reinpacken, wo ihr abstimmen könnt. Wenn da irgendwas anderes sein sollte, was ihr geil findet, schreibt es unten gerne in die Kommentare rein. Und wie gesagt, mein Highlight Maki Master, dem ganzen Shop gebe ich heute mal eine 6 von 10. Schreibt mal rein, was ihr dem Shop geben würdet. Und wie immer, wenn ihr das Video cool fand, lasst ein Like da, lasst ein Sub da, würde mich freuen. Und dann hören wir uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin, ciao, ciao.